Herzlich willkommen zu einem neuen R-Test. Heute mal anders als sonst. Ey, wir haben zwei Computer hier zu stehen. Ja, das ist heute ganz modern. Wir machen heute den Wahl-O-Mat. Wir wollen nämlich rausfinden, wen wir am Sonntag wählen sollen. Es sind ja nur noch ein paar Tage bis zur Wahl. Und wir sagen jetzt mal, wir sind total unsicher. Obwohl ich eigentlich weiß inzwischen, wen und was ich wähle. Und ich kann dir sagen, ich werde zwei Parteien meine Stimme geben. Ich auch. Mhm. Und es gibt den Wahl-O-Maten, der, was ist das hier eigentlich? Es ist der Wahl-O-Mat von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und 39 von 40 Parteien, die mit einer Landesliste zur Wahl antreten, haben die Wahl-O-Mat-Thesen beantwortet. Und jetzt werden wir die mal schnell durchgehen. Und am Ende werden wir wissen, wen wir wählen sollten. Würden. Ja. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt mal die erste von 38 Fragen. Da geht es ums Tempolimit auf Autobahnen. Auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. So, dann stimmen wir mal dazu. Bin ich eigentlich, ja, ich sag mal 130 nicht okay, weil 130 würde ja heißen, man kann so 140 fahren, ne? Ab da wird dann der Blitz. Ja, also könnte ich mit leben, stimme zu. Deutschland soll sein. Ja, und du? Darf ich es doch nicht sagen. Natürlich darfst du es sagen, sonst müssen wir es ja nicht machen. Aber auf neutral getippt, weil es gibt Strecken, wo es Spaß macht, so mal ein bisschen mehr als 130 zu fahren. Es gibt Strecken, da ist es einfach mal nicht angebracht, 150 zu fahren. So, zweite Frage. Deutschland soll seine Verteidigungsausgaben erhöhen. Die Frage ist, wie sind wir jetzt gerade? Also der Problem ist, wir sind in der NATO. Wir haben gewisse Pflichten. Wir können ja nicht sagen, wir machen jetzt einfach mal locker flockig, wir fahren runter auf 0%, weil erstmal müssen wir den Sachen, die wir haben, überhaupt noch nutzen und beziehungsweise intakt halten. Das geht ja jetzt schon nicht großartig, weil wir sind ja echt miese ausgestattet. Und zweitens haben wir ja gesehen, was Olle Trump mit uns gemacht hat. Die haben sehr schnell Feuer jemand. Und man muss sehen, wie ja die Ausstattung jetzt ist. Also die Gewehre sind scheiße, ja, genau. Die Hubschrauber funktionieren nicht. Aber dafür nicht. Wird für irgendwelche Beratungsassistenten Millionen aussehen. Und man muss ja sagen, die Welt wird ja nicht sicherer. Genau. Deswegen, also ich stimme zu. Ja. Nee. Ja doch, soll seine... Ja. Dritte Frage. Bei Bundestagswahlen sollen auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen. Stimme ich zu. Stimme ich auch zu. Die Förderung von Windenergie soll beendet werden. Nein. Auf gar keinen Fall. Die Möglichkeiten der Vermieterinnen und Vermieter, Wohnungsmieten zu erhöhen, sollen gesetzlich stärker begrenzt werden. Ah, das ist so ein schwieriges Thema. Wir sind ja im Kapitalismus. Und jeder kann sozusagen entscheiden, wie viel der Miete er nimmt und er kann auch entscheiden, ob er da wohnen bleibt oder auch nicht. Das ist die eine Frage. Naja, natürlich so einen begrenzten Rahmen. Genau, daran muss man zusehen, dass wir aber auch in Sozialstaat leben und einfach auch die Mieten nicht gerade hochtragen können, wie wir uns lustig sind. Also es ist schwierig, deswegen halte ich mich da raus. Also ich finde es was anderes, dieses, dass man irgendwie jemanden enteignen soll, aber ich finde das, das gesetzlich zu begrenzen, finde ich, stimme ich zu. Ja. Impfstoffe gegen Covid-19 sollen weiterhin durch Patente geschützt sein. Wurde ja nur pausiert, ne? Jetzt glaube ich. Oder wurde überhaupt pausiert? Nee. Wurde gar nicht pausiert. Nee. Sollte eigentlich für die Drittländer bzw. auch für Afrika eigentlich die Patente pausiert werden, dass die dann in den Ländern kostengünstig Impfstoff herstellen könnten. Ja, sollte nicht patentiert, sollten auch mal. Also dann ja nein, stimme nicht zu. Ja, stimme auch nicht zu, also auf Dauer jedenfalls. Auf Dauer. Der für das Jahr 2038 geplante Ausstieg aus der Kohleverstromung soll vorgezogen werden. Fand ich sehr gut, weil wie Scholz beim Triell gesagt hat, könnten wir machen, sofort. Aber da müssten wir theoretisch ja auch die Wirtschaft so weit umgestellt haben, dass die auf Kohle verzichten können. Dann machen wir das doch. Dann machen wir doch. Aber ich stimme zu. Zumal es ja heißt, dass man davon ausgeht, dass es vor 2038 nicht mehr rentabel sein wird und dass es vor 2038 eingestellt wird. Genau. Also ich stimme zu. Alle Erwerbstätigen sollen in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein müssen. Auf jeden Fall. So ist meine Meinung. Also das ist immer das Krasse bei den Selbstständigen. Habe ich jetzt bei meiner Chefin erlebt, die ja privat einzahlt und eine lange Zeit es gerne schleifen lassen hat. Und dementsprechend jetzt die Quittung kriegt. Sie ist zwar selbstständig, verdient auch gut Geld als Chefin, aber die Rente ist dementsprechend... Ich werde auch keine Rente bekommen.
Also ich stimme auch zu. Das Recht anerkannter Flüchtlinge auf Familiennachzug soll abgeschafft werden. Nein. Nein. Machen wir weiter. 10. Frage. Auf den Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, soll eine nationale Steuer erhoben werden. Zu Recht. Wer hier wirbt und verkauft, soll auch dazu für zahlen. Sehe ich auch so. 11. Die traditionelle Familie aus Vater, Mutter und Kindern soll stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden. Nein. Da gewinnt mich ein. Neutral. Spenden von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein. Hast du die gelesen? Hier, FDP mit weit über 37 Millionen, gefolgt von den Grünen mit 34 Millionen und dann erst die CDU und die 100.000 für die SPD. Naja, und jetzt gibt es da so ein bisschen Gemauschel in Sachen AfD gerade. Ja. Nein, soll nicht erlaubt sein. Ich finde, sollten erlaubt sein, aber im gewissen Rahmen, aber das trotzdem stimme ich zu. Studentinnen und Studenten sollen BAföG unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten. Nein, weil soll ein Millionär, der kann seine Kinder schon fördern, irgendwie ist es jemanden, der wirklich braucht. Ja, sehe ich auch so. 14. In Deutschland soll es generell möglich sein, neben der Deutschen eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben. Gibt es ja in verschiedensten Ländern auch, klar, warum nicht? Ja. 15. Bundesbehörden sollen in ihren Veröffentlichungen unterschiedliche Geschlechtsidentitäten sprachlich berücksichtigen. Blödsinn. Also dieses Gendern ist nicht meins. Sehe ich anders. Ich finde Bundesbehörden, ich finde überhaupt Behörden sollten so neutral wie möglich schreiben. Was wir draus machen, ist eine völlig andere Frage. Aber ich finde Behörden... Ja, das liegt vielleicht an unserer Generation. Wenn du das liest, dann liest du ja automatisch ja nicht BürgerInnen, sondern du liest automatisch die Bürger. Ja, kannst du auch machen. Ja, aber also, das liest man, aber es wird sich ändern. Denke ich nicht. Na, bei dir nicht, aber bei unseren nachfolgenden Generationen. Und ich muss ja auch mal sagen, selbst als ich vor 20 Jahren studiert habe, selbst da waren wir schon Studierende. Wir waren im offiziellen Sprachgebrauch schon damals nicht Studenten. Also ich stimme zu. Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die Gas von Russland nach Deutschland transportiert, soll wie geplant in Betrieb gehen dürfen. Ich sehe da kein Problem mit. Man soll auch die Russen auch mit einbeziehen. Natürlich hat man sich damit, würde man sich da ein bisschen Ärger mit den US-Amerikanern machen, aber sagen wir mal so, es sollten auch weiterhin Wege über Ukraine und sonstigen Wege laufen, weil wenn es über die Ostsee laufen würde, dann würden die Länder ja ein bisschen abkacken. Und ich fände es ehrlich gesagt auch Wahnsinn, dass man dann diese riesige Pipeline durch die Ostsee schießt und dann sagt, oh, machen wir jetzt auch nichts damit. Also ich stimme zu. Mit den Abstrichen, die du gesagt hast. Der Solidaritätszuschlag soll vollständig abgeschafft werden. Ich finde das, wie sie jetzt die Regelung ist, dass die oberen 10.000 dafür noch zahlen dürfen, finde ich völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Stimme ich auch nicht zu, zumal man könnte ja auch überlegen, den Solidaritätszuschlag für andere Dinge. Genau, der ist auch sinnig, den umzuwandeln in Klimasolidarität. Das Tragen eines Kopftuchs soll Beamtinnen im Dienst generell erlaubt sein. Das ist eine ganz heikle Frage. Das ist ja eigentlich die Frage der Neutralität eigentlich, die du haben müsstest. Du kannst ja nicht auch als Christ, als Christ hast du jetzt nicht die Mumifizierung, aber du hast ja... Ja, aber ich finde es zum Beispiel auch eigentlich nicht in Ordnung, dass in Schulen oder Amtsstuben ein Kreuz hängen soll, in Bayern zum Beispiel. Sollte auch nicht in Ordnung. Sollte auch eine Neutralität darstellen. Dementsprechend sollte alles neutral sein. Ist ja genau, das ist das Gute zum Beispiel an dem neuen Fach LER. Da wird nicht nur der christliche Glaube gelehrt, sondern in anderen Religionen genauso gleichwertig. Und so sollte auch sein. Also ich denke nicht, dass es erlaubt werden sollte. Andererseits muss man natürlich auch sehen, dass es ja Religionen gibt, wo die sich ja gar nicht, also wo es ja machen müssen, aber ich stimme auch nicht zu. Die Zulassung von einem neuen Autos mit Verbrennungsmotor soll langfristig möglich sein. Das ist auch wieder so eine Frage, wo man abwägen muss. Ein Normalbürger sollte es Schwierigkeiten geben, einen Verbrennungsmotor zu haben, weil es auch blödsinnig ist, wo wir die Möglichkeit, E-Autos haben, aber es sende so einen Rettungswagen. Ja gut, wir reden ja hier von neuen Autos. Ja, auch Rettungsmobilität und gerade auch Schwertransporter, die elektrisch zu betreiben, ist momentan noch nicht möglich. Also nicht oder nur gering möglich, gerade wenn du einen Kran hast. Ja, wir reden jetzt, glaube ich, hier von neuen Autos, ganz normale Autos. Ich denke, das sollte auch langfristig noch möglich sein, aber das ist halt, da halte ich mich raus. Ich bin eigentlich
relativ neutral, aber eigentlich denke ich schon, dass es doch verdammt nochmal in 20, 30 Jahren möglich sein sollte, endlich mal eine Technologie gefunden zu haben, ja, ist ja ein Problem, um das dann zu ermöglichen. Also ich würde schon zustimmen. Der Bund soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik haben. Hundertprozentig. Dieser Flickenteppich, den Deutschland momentan durch die Länder hat und jeder macht sein eigenes Süppchen, ist absolut brechenswert. In Bayern wird das Abitur so hoch gelobt und in Hamburg ist es dann weniger wert. Also es muss gleichwertig sein. Ja. Der Bund soll Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus stärker finanziell unterstützen. Das ist immer so eine Sache. Du musst so eine Sache gleich behandeln. Ob das jetzt Antisemitismus ist oder andere Vergehen, es muss alles irgendwo gleichgestellt werden. Du kannst natürlich aufgrund der Geschichte nicht das einmal extra noch hervorholen. Du kannst sogar hinschreiben, der Bund soll die Projekte zur Bekämpfung von gegen Sinti und Roma sein. Kannst du genauso stärker finden. Das jetzt im Vergleich. Aber es ist genau. Also, ja, ich stimme zu, weil es ja hier gar nicht die Frage ist, wie viel sie jetzt zu anderen. Natürlich müssen sie dann andere Projekte auch, aber. Genau. Aber Antisemitismus, ist, Bekämpfung ist natürlich das Wichtigste. Auf jeden Fall wichtig, demokratiemäßig. Chinesische Firmen sollten keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten dürfen. Stimme ich eigentlich nicht zu, weil ich so denke, naja, die Deutschen kriegen die hin bis jetzt. Ja. Sieht nicht so aus irgendwie. Ja, aber es kommt aus Deutschland. Die großen Sachen sind alle aus den asiatischen Bereich. Also man sollte natürlich aufpassen, dass da ein Mix ist, aber es ist jetzt grundsätzlich verbieten. Nee, also gerade staatlich nicht. Der Staat soll weiterhin für Religionsgemeinschaften die Kirchensteuer einziehen. Nein. Denke ich auch, nein. Die Kirche muss sich eigentlich selber lernen, nach endlich. Kirche und Staat sind zu trennen. Genau, und mehr sich muss selber zu finanzieren, ja. Der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein. Gut, ich habe davon keine Ahnung, also dem halte mich neutral. Ich habe davon auch keine Ahnung, ich gehe aber davon aus, dass es Leute gibt, die Ahnung haben und wissen, wann sie das dann verkaufen. Ja, es gibt ich meine, man kann auch rauchen, du kannst hier Bier saufen, das ist ja alles eine Suppe, also stimme ich zu. Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten. Das ist genau. Stimme nicht zu. Deine Kulisse fällt auseinander. Kann ja wohl nicht wahr sein. Du musst die mal antanzen oder in Ordnung bringen. Die Landeslisten der Parteien für die Wahlen zum Deutschen Bundestag sollen abwechselnd mit Frauen und Männern besetzt werden müssen. Es sollten eigentlich die aufgestellt werden, die meiste Kompetenz haben. Und was ist eigentlich, wenn, also angenommen, man hat 12 Plätze, man hat irgendwie 10 top kompetente Frauen und die anderen Männer sind alle Bleppos? Ja, dann sollte man die 10 Frauen nehmen. Ja. Also, stimme nicht zu. Also, ich verstehe nicht. Also, das muss doch klar sein, wenn du eine kompetente Frau hast, ist die auch zu nehmen. Stationäre Behandlungen im Krankenhaus sollen weiterhin über eine Fallpauschale abgerechnet werden. Nee. Ey, diese Fallpauschalen sind furchtbar. Da verdienen ja die Krankenhäuser auch das Geld, ne? Eine ganz schlimme Sache. Also, stimme mal nicht zu. Stimme mal nicht zu. Auf hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden. Schwierig. Ja, es ist wirklich schwierig. Weil ich denke, alle sollten gleichmäßig Steuern zahlen. Warum soll denn jetzt der sich das erwirtschaftet hat, noch extra dafür zahlen lassen? Bloß weil er hier bleibt und sein Gehalt... Sein vor allen Dingen frage ich mich ja, wie wollen die denn ermitteln, wie hoch mein Vermögen ist? Die müssen ja theoretisch alles durchleuchten, was du hast. Und das ist ja wieder so eine Datenschutzgeschichte. Das geht ja eigentlich gar nicht. Oder die rechnen direkt das, was du beim Finanzamt hast, schon quer. Na, ich finde dann eher, man sollte den Höchststeuersatz erhöhen. Ja. Wobei da natürlich ja, aber Vermögen, da fallen ja zum Beispiel, wenn jemand jetzt erbt, aber andererseits. Ja, sagen wir mal so. Ist schwierig. Ist schwierig, wenn du, es kommt daran, wie du Vermögen betitelst. Ob das nur Bargeld betitelst, ob das Immobilien sind, ob das, keine Ahnung was ist, Goldwerte, das kannst du halt gar nicht so ermitteln als Finanzbeamter. Also ich bin dafür, dass Leute, die sehr, sehr viel verdienen, auch sehr, sehr viele Steuern zahlen. Aber dieses auf das, was man hat, nochmal eine Steuer erheben, das ist ich weiß auch gar nicht, wie es funktioniert, also stimme nicht so. Bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden dürfen. Hatten wir ja in Berlin-Südkreuz. Finde ich gruselig. Es ist gruselig und funktioniert vor allem. Es funktioniert, das ist jetzt schon. Ja, es funktioniert, aber es werden auch Leute gescannt, die irgendwie überhaupt nichts, also die da irgendwie fälschlich für irgendwas. Ja.
stimme nicht zu. Du? Nee. Na, schon bei der 30. Ha, auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden. Sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden? Inwieweit werden denn Ehepaare steuerlich begünstigt? Na, sind nicht, wenn man heiratet, ist man ja nicht eine andere Steuerklasse? Ganz ehrlich, also ich habe es nicht gemerkt. Dann, also ich wüsste auch nicht warum, also nö, finde ich. Kinder ist natürlich klar, wenn Kinder ins Spiel kommen, das ist dann irgendwie steuerlich, aber also der Spruch, wenn die jetzt nur wegen der Steuer heiraten, dann sollen sie doch lassen. Ja. Stimme nicht zu. Ökologische Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als die konventionelle Landwirtschaft. Ja. Natürlich. Islamische Verbände sollen als Religionsgemeinschaften staatlich anerkannt werden können. Theoretisch musst du auch alles gleich behandeln. Vor allen Dingen staatlich anerkannt heißt ja in dem Sinne nur festzulegen, dass es die gibt, sozusagen. Ist oder? Ja auch. Also ist ja wie bei den Katholischen, das sind ja, die wird ja auch staatlich anerkannt. Ja, das heißt ja aber auch, dass dann da die Kirchensteuer erhoben werden darf. Also müsste man theoretisch werden. Ja, die muss ja aber nicht der Staat erheben, die kann ja die Kirche dann. Ich meine, das ist ja wie ein Verein, der dann seine eigenen Beine. Ja. Also erstmal würde ich sagen, ja. Der staatlich festgelegte Preis für den Ausstoß von CO2 beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant. Ich bin Autofahrer. Ich bin dann, oder auch Heizer. Es ist genau so eine schwierige Sache wie dem Kohleausstieg. Also, wie willst du mit alt, du kannst in so Unermessliche steigen, muss ja auch irgendwo wiederkommen, irgendwo. Ja. Die sagen zwar, man kriegt eine Steuerrückerstattung im Jahr bevor 70 Euro, das ist einmal tanken, dann bist du durch. Bin ich neutral, glaube ich, weil grundsätzlich finde ich, man sollte erstmal vor allem bei denen ansetzen, die besonders viel produzieren, die Firmenbetriebe. Weißt du, man hat hier die Flugindustrie massiv unterstützt während des Ganzen. Die Schuldenbremse im Grundgesetz soll beibehalten werden. Ja, denke ich ja, weil das ist wichtig. Natürlich musst du auch Geld haben zu investieren und auch für zukünftige Projekte haben, aber man darf sich nicht auf Teufel komm raus, weil man das ist ja nicht nur Deutschlands Problem, es ist ja EU-Problem. Es ist ja, dass alle eigentlich dieses eigentlich einhalten müssen. Also natürlich durch die Bürger ist es natürlich jetzt schwierig. Aber im Grundgesetz, ich finde natürlich, man sollte Schulden nicht machen und aber ich finde irgendwo verankert sein, dass du da nicht einfach mal loslegen kannst. Natürlich, es gibt ja immer Hintertürchen. Jetzt gerade, wenn die Pandemie ist, dass das halt außer Kraft gesetzt wird und Sondersachen und weiß ich nicht. Aber eigentlich sollte sie da drin stehen. Ich bin neutral. Asyl soll weiterhin nur politisch Verfolgten gewährt werden. Wer wird denn? Also es gibt die anderen Probleme ist, dass du dann natürlich die Leute hast, die halt aufgrund des besseren Lebensstandards hierher flüchten wollen. Nicht aus politischen Systemen, sondern einfach auf besseren Lebensstandard hoffen. An sich ist es natürlich auch möglich. Guck dir die Amerikaner an, die haben dann eine riesige Einwanderungswelle gehypt, aufgrund dessen nicht, weil sie politisch verfolgt waren, sondern weil sie einfach den Amerikaner leben wollten. Es wird ja irgendwann dazu kommen, dass das Klima verrückt spielt und dann werden ja nicht nur die politisch Verfolgten kommen, sondern dann werden quasi die Klimageschädigten genauso kommen. Es ist doch auch schon. Guck dir, in manchen Gegenden Afrikas kannst du ja theoretisch gar nicht mehr wohnen. Also vom Gefühl her würde ich erstmal nicht zustimmen. Ich halte mich neutral. Der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens 2022 auf mindestens 12 Euro erhöht werden. Ja. Ja, der ist ja teilweise schon höher. Der Flugverkehr soll höher besteuert werden. Ja. Ja. Und letzte Frage. Unternehmen sollen selbst entscheiden, ob sie ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlauben. Ja, natürlich. Das ist sowieso Unternehmenssache. Ja. So. 38 Fragen, jetzt kann man noch Themen gewichten, aber ich würde sagen, wir gewichten alle Themen, oder? Ach, du musst hier ein Kreuzchen machen, oder? Nee, das sind ja jetzt die Ergebnisse. Kekchen oder Kreuz oder neutral. Und jetzt kann man theoretisch hier hinten, hier vorne noch. Ja, genau. Aber das lassen wir mal weg. Okay, wir machen gar nichts. Weiter zur Auswahl der Parteien. Und da würde ich doch mal sagen, einfach alle Parteien. Ganz unten, ganze. Hier können Sie alle Parteien gleichzeitig auswählen. Einfach anklicken und dann weiter zu Ihrem Wahlomat-Ergebnis. So, jetzt wird kurz errechnet. Ja, und?
Ich habe eine 76,3 Watt. Na? Ich habe Tierschutzallianz. Oh. Hast du? Ich habe Volt. Hey! Volt Deutschland. Ich bin zur Tierschutzpatt-Allianz geworden. Mit 78,9. 76,3%. Auf Platz 2 bei mir die SPD mit 76,3. Gleich mit den Linken mit 76,3. Ich habe die MLPD, Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands. Dann kommt die Linke, Team Totenhöfer, SPD, PDF, SGP, DKP, Piraten, Volt, die IP, ÖDP, Bürgerbewegung, die Basis, NPD, V-Partei hoch 3, Tierschutzpartei. Oh, hier gibt es eine Partei, die heißt Du. Ja, und sag mal, wo sind denn die anderen eigentlich? Grüne, Freie Wähler. Oh, die NPD bei mir auf 55,3. Oh, die CDU-CSU 48,7. Bei mir bei 50%. FDP 48,7. 47. Ey, sogar die AfD hat 46,1. Aber ich bin beruhigt. Ey, Liebe als letztes, ja. Liebe bei mir auf 43,7. Ich bin beruhigt, bei mir die AfD auf dem letzten Platz mit 39,5%. Bei mir als drittletztes. Ja. Davor kommt die Büse. Sind erschreckend die NPD mit 55,3, aber naja. Freie Wähler genauso wie die NPD und die Basis. Ist also die Freien Wähler genauso wie die Basis und NPD. Naja, gut. Ja, also Volt, SPD, Die Linke, was ist deine Top 3? Meine sind Tierschutzallianz, MLPD und Die Linke. Ah, du bist also marxistisch-leninistisch. Genau, ganz groß. Ja, dann schauen wir mal, ob diese Wahl auch wirklich so ausfällt, zumindest auf unserem Wahlzettel. Und ja. Das war's mit dem R-Test. Also wahl-o-mat.de und dann Bundestagswahl 2021 und ansonsten Sonntag. Wählen gehen. Genau. Und nicht vergessen, auch wenn ihr wählen geht, keine Wochenschau. Ja, das sowieso. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.